Einige Optionen. Wir wollen natürlich das Bestmögliche rausholen. So, Zeit mal ganz kurz hin, ist so ein Notausgang. Da kommt man nach oben, dazu erzähle ich später mehr. Ja, der Marius hat mir gerade gesagt, dann sind wir in diesem Bereich gegangen Richtung Notausgang. Alter Notausgang, Treppen nach oben. Meine Worte waren wohl irgendwie sowas wie, ja, und da geht's zum Notausgang, aber dazu erzähle ich später mehr. Da wusste ich noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und ja, man sieht meine Leichtigkeit, meine Entspanntheit in diesem Bereich. Da kann man mein Gesicht mal sehen, zu diesem Zeitpunkt. Und dann nehmt mal eins der Show Me Your Flats gegen Ende. Nehmt das mal. Postet mal so ein Image oder so. Gesicht da und Gesicht, Location Richtung Ende hin, Dennis fast tot. Aber der Satz, die Einleitung war eigentlich ganz gut. Später mehr dazu. Ja, wie schon gesagt, ne? Was da auf uns zukam oder dazu später mehr. Kann man jetzt ja mal festhalten, was daraus geworden ist. Alter Notausgang, nicht okay. Nicht mehr gültig. Angeblich nie gültig gewesen. Wurde aber immer drin gearbeitet. Hier gab es immer hier so Verkaufsshops, alles Mögliche. Also hier so Sportfachgeschäft, Küchen, alles. Küchenverkauf, Elektroladen, alles. Es muss einen weiteren Notausgang über den Keller geben, gab es auch nicht. Alle Kabel und Strom mussten von 2 auf 3 adrig gemacht werden. Es musste ein komplett neues Konzept erstellt werden. Überall mussten neue Brandschutztüren rein. Feuerlöscher waren halt abgelaufen, okay, ist eine Kleinigkeit. Überall mussten Brandschutz hin. Kabel, die in den Keller gingen, mussten alle geschottet werden. Zur Decke zum Teil auch. Ach so, keine Ahnung, da war so ein Wasserrohrabfluss, was vom hier erste Etage, Flachdach, runterging. Ein Gussrohr musste halt auch mit F90 Platten irgendwie dicht gemacht werden und geschottet werden. Oben musste Kies drauf. Also alles Sachen, die in den letzten 100 Jahren nie wichtig waren, wurden dann halt extrem wichtig. Das waren so viele Sachen. Wir mussten überall Sicherheitsschlösser, dass man von innen immer aufmachen kann. Das heißt, selbst wenn abgeschlossen ist, kann man halt auch von innen raus. Fällt gerade leider nicht mehr Safety, weiß nicht mehr, fällt der Name nicht mehr ein. Vielleicht auch gut, dass ich schon verdränge. Das war ziemlich heftig. Und das war halt nur der Anfang. Das waren nur diese Brandschutzsachen. Auf einmal hieß es dann, ja, in diesem Raum ist aber auch gar nicht genügend Luft für Menschen. Was? Wie, nicht genügend Luft? Ja, hier muss mehr Luftzufuhr sein. Ich so, ja, hier war ja vorher auch schon Geschäft, hatten die keine Luft? Ja, das nach heutigen Standards, so im Sinne von, nach heutigen Standards wird der Mensch sterben, wenn der hier drinnen steht. Ja, okay. Also 100 Jahre lang war es okay, vor 2 Jahren war es noch okay, wenn hier 200 Leute drin waren, wenn heute hier 200 Leute drin sind, dann kippen die mir alle um, ja. Ja, komplett neue Luftanlage, alles musste neu gemacht, also wirklich alles. Das war Hammer, wie gesagt, 20 Kilometer Stromkabel oder so. Da waren noch so Steckdosen mit Guss, Blei, glaube ich, die musste man alle dicht machen. Strom kam aus dem privaten Flur, wurde aber, wir haben den Strom genutzt vom privaten Flur, musste alles gekappt werden, neu verlegt werden. Wir haben einen Sicherungskasten 14 Kilometer breit gebaut und also Späße. Ja, wenn ihr euch dann an mein angesprochenes Meeting erinnert, wo ich dann wirklich so mit dem Team da saß und gesagt habe, wie so, ja, wo soll hier noch der Haken sein? Wir finden ihn nicht. Wirklich genau so haben wir es gesagt. Wo? Hier muss irgendein Haken sein, aber es gibt keinen. Ich denke, spätestens da haben wir ihn dann gefunden. Ah. Und ich meine, jetzt fallen mir noch wieder 1000 andere Sachen ein, die Toiletten. Ja, sie dürfen hier keine Toiletten haben. Das gehört gar nicht mehr zu ihrem Gebäude. Das ist das Nebengebäude, was auch dem gleichen Vermieter gehört.
aber es ist halt abgetrennt, das ist nicht verschmolzen und das muss halt, da sollte halt jede Toilette, Männerklo, sollte eine Brandschutztüre bekommen. Es waren so absurde Sachen teilweise dabei. Dann haben sie halt gesagt, okay, machen Sie die Decken oben. Da war halt so ein Glaskuppel. Die war zu nah am Nachbargebäude. Da mussten wir da überall F90-Decken drauf machen und so. Also F90 heißt halt feuerfest für 90 Minuten. So eine Brandschutzwand. Decke in dem Fall. So Geschichten halt. Ja, war schon krass. Nicht nur viel Arbeit, sondern auch einfach unfassbar teuer. Tja. Ja, und das Krasse war halt, also wir haben uns halt auch bei der Stadt gemeldet und so und haben halt versucht, proaktiv auf die zuzugehen und gesagt, hey, schon am Anfang, ich weiß nicht mehr, wann das war, Juli oder August, als wir die ersten Gespräche mit dem Vermieter hatten, haben gefragt, ob die mal vorbeikommen und uns mal Ratschläge geben können. Dann haben die gesagt, ja, wir kommen nicht vorbei, sie sollen sich selber drum kümmern. Also so Support, damit wir alles richtig machen, meiner Meinung nach gleich null. Und als wir uns dann im Dezember nochmal gemeldet haben, und die dann vorbeikamen, war die Bauaufsicht hier und haben halt sofort dicht gemacht. Da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Also, die kamen, jetzt muss ich überlegen, ich will nicht lügen. Im Dezember haben wir angerufen und die kamen im Januar vorbei, glaube ich. Und dann haben sie Ende Januar ungefähr gesagt, also dann haben sie halt ein Schreiben mitgeschickt und so, ja, hier, nee. Wir hatten schon Durchbruch in den Keller gemacht für Treppen, die es jetzt auch gibt, die halt wichtig waren für den Notausgang oder halt für einen weiteren Weg nach unten, um zu flüchten. Seit, ja, sie haben jetzt hier die Substanz verändert. Direkt kompletter Baustopp. Direkt eine Bußgeld von 3.000 Euro oder so. Und ja, dann standen wir da. Tja, das war ziemlich doof. Hat insgesamt viel Zeit gekostet und Geld und Nerven. Ah, 4 Monate fast, glaube ich. Ja. Das ist krass. So, wenn man das halt alles hört, also dass man halt wirklich die ganzen Mehraufgaben, Baustopp, dann wurde man halt natürlich auch mit den ganzen Kosten halt beschmissen. Ne? Das war halt, also so die erste Schätzung war halt so 100.000 plus irgendwie, die halt überhaupt nicht mehr eingeplant waren. Wir hatten halt schon einen Kredit genommen. Wir hatten das der Bank vorgestellt, wir haben die Kosten gezeigt, was wir uns so vorstellen. Und die haben es abgesegnet, es waren halt so knapp 200.000 Euro, plus Geld, was wir gespart haben vom Unternehmen. Plus, ja, als es dann halt rauskam, dass das halt hier alles viel zu teuer wird und viel, viel Arbeit ist, wir noch warten müssen und all so Sachen, ja, gab es halt irgendwann nicht mehr so viele Optionen. Das sind halt viele auch Anschaffungen gewesen, die halt direkt ins Gebäude gingen, die gar nicht irgendwie bei uns auch bleiben, wo der Vermieter sich halt am Anfang auch wirklich komplett quergestellt hat, wo ich halt denke, so, ja, da war auch so schon, war schon auch Schuld von ihm da mit dabei. Ne? Also seine Aussage war, dass der Notausgang, das funktioniert. War natürlich vielleicht auch einfach naiv von mir, muss man ja auch einfach mal so sagen. Ja? Klar, unerfahren, aber ich will mich da jetzt ja auch nicht rausnehmen, ist ja mein Projekt. Aber ich habe da einfach drauf vertraut, habe gedacht, okay, wenn er sagt, das ist ein Notausgang, in meiner Unwissenheit denke ich so, ja, das wird dann schon klappen. Wie gesagt, ich denke jetzt im Nachhinein, wie dumm, wie naiv, weil man denkt sich in dem Moment so, ja klar, da war ja ein Gewerbe drin. Das wird ja, also die Aussage war, das ist gewerbstüchtig. Aber war es halt nicht mal im Ansatz. Also auch das Bauamt hat halt gesagt, ja, hier durfte vorher schon nicht mal jemand arbeiten, ist halt nur nicht aufgefallen. Ja? Solange keiner guckt und so, ist ja alles gut. Wenn da mal was passiert, ist halt die Arschkarte. Ja, war natürlich krass. Und da gab es halt dann wirklich schon, das war schon krass. Also da denkt man halt so, okay, kann man jetzt eigentlich, da war also der Punkt, man hatte das Geld vom Kredit und so, man hatte es schon oder man hat den Vertrag schon gemacht und man hätte einfach sagen können, wir canceln das jetzt komplett. Das Geld ist noch da, vielleicht können wir es auflösen mit der Sparkasse oder so oder wir zahlen es einfach zurück. Auch von mir aus über die x Jahre, die dann veranstaltet werden, hätten das Geld einfach behalten oder so. Aber es wäre halt viel aufgepluscht geworden. Aber letztendlich wäre dann nichts Schlimmes passiert. Man hätte vielleicht 1-2 Monate Arbeit verschenkt, sich sehr wild gemacht, aber am Ende wäre es okay gewesen. Man hätte einfach in einer alten Location weiterarbeiten können. Aber irgendwie war das nicht so das Ziel. Irgendwie
wollte ich es dann auch unbedingt hier fertig machen und ich wollte oder überhaupt durchstarten. Und ich habe auch gewusst, nochmal neu raussuchen und so. Ich glaube, es hätte ziemlich an der Motivation gezerrt. Und ja, wir wussten, das Geld wird auf jeden Fall nicht reichen. Also es war halt, das ist am Ende noch teurer geworden als gedacht. Aber wir haben halt dann nochmal einen heftigen Support von Need for Seed bekommen, die uns dann nochmal 65.000 Euro geliehen haben, was das Ganze halt nochmal, das ganze Risiko nochmal gesteigert hat. Ja, damit ist es dann halt einigermaßen gegangen. Zumindest im Moment hat man gewusst, okay, das mit dem Geld, und dann hat der Vermieter sich halt zu einem verhältnismäßig kleinen, wirklich sehr kleinen Teil, wenn man das so mal hochrechnet, beteiligt. Ja, kann das halt klappen. Ne? Ja, und dann standen wir da und dann gab es die Entscheidung, wir ziehen das jetzt durch mit allen Mitteln. Wir versuchen das mit der Stadt, mit dem Bauamt und allen Behörden hinzukriegen. Was schon ein bisschen schwieriger war. Also kooperativer hätte ich sie mir schon vorgestellt und auch freundlicher. Aber ja, ist vielleicht auch einfach meine persönliche Meinung. Wobei, wir haben schon öfter gehört, das haben schon viele gesagt, so Bauamt Krefeld ist schon nicht ganz ohne. So, ja. Ja, dann ging der Spaß im Prinzip weiter mit großem Break. Ja, aber jetzt, wenn man mal hier schon war, es waren ja schon doch schon ein paar Leute hier, dann sieht man tatsächlich, es gibt einen Notausgang, der nach draußen ins Freie zum nächsten Nachbarn auf den Hof geht. Man kommt direkt raus auf die Hauptstraße. Es gibt, selbst wenn abgeschlossen ist, vorne kommt man raus. Es ging vorher alles nicht. Wir haben vernünftige Beleuchtung mit Notausgangsschildern. Überall mega viele. Es gibt überall frische Feuerlöscher. Es gibt überall vernünftige Brandschutztüren. Es ist alles da frei, wo es sein muss. Es gibt einen Fluchtplan sozusagen, es ist alles halt irgendwie mittlerweile, also es ist halt so krass, es ist halt 40 Mal besser, als es vorher war. Und ich habe mir so ein bisschen das Gefühl, wir haben im Prinzip eigentlich, das war halt irgendwie nicht so ein Zusammenfinden mit denen, weil das ist halt irgendwie immer so, habe ich gehört, dass man halt immer ein bisschen verhandelt. Eigentlich haben wir im Prinzip alles gemacht, was wir wollten. Und jetzt haben wir hier, ja, im Prinzip das Fort Knox des Brandschutzes. Und jetzt ist es da, jetzt kann man aber auch wirklich, jetzt kann ich gut schlafen, jetzt kann ich sagen, wenn das hier funktioniert, ja, wenn es uns noch längere Zeit gibt, so ein bisschen so, mir ist das wichtig, dass Leute Sicherheit haben, auf jeden Fall, aber ihr könnt mich mal, so ein bisschen so, könnt mich mal. Jetzt geht mir einfach nicht mehr auf den Sack, wenn die vorbeikommen. Fühlt sich dann auch schon gut an. Ich denke, das war, man merkt auch jetzt schon, auch da hätten wir schon viel mehr reden können, aber das war jetzt das Thema Brandschutz. Vielleicht gebe ich da auch noch mal Seminare. Ich denke halt, wir haben halt so einen Kinoraum jetzt mittlerweile. Da, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Facebook-Nachricht schreiben. Und ich gebe halt Brandschutzseminare mittlerweile. Also ich bin halt in Krefeld wirklich ein gefragter Mann, muss man auch sagen. Also ich werde halt immer wieder kontaktiert. Letztens Flughafen Berlin, da haben sie sich auch bei mir gemeldet. Haben gesagt, wir brauchen einfach mal einen Mann vom Fach, damit das Ding jetzt fertig wird. Ja. Aber dann sind wir aber auch weitergegangen. Ja, das Thema, vielleicht nochmal ein separates Video. Müsst ihr aber dann halt eine Subscription haben, die kostet halt 39,90. Nein, Spaß beiseite. Ja, aber dann sind wir endlich weitergegangen in Bereichen, wo man halt auch Content sieht, wo er produziert wird. Das war nämlich dann die Regie 1. Die stand dann schon fest. Wir wollten damals, hatten wir überlegt, ob wir noch so einen Tonraum splitten. Ich weiß nicht, ob das da schon feststand. Aber das war auf jeden Fall die etwas größere Regie. Und so ist es dann auch geworden. Und ja, sie ist jetzt so 80% fertig, da fehlen noch ein paar Hardware-Sachen, die werden so die nächsten 4 Wochen gemacht. Aber da sitze ich jetzt auch, hat sich nichts verändert. Eine der großen Sachen, die ich damals immer angesprochen habe, war ich immer so genervt. Ich sitze in der Regie, in der alten Regie bei TakeTV, ich werde immer angesprochen. Dennis, 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 kannst du das? Dennis, ich habe eine Frage, nur eine kurze Frage. Dennis, eine Frage. Übrigens kannst du, Dennis, Dennis, Hals. War mir immer mein Gedanke. Und da habe ich gedacht, wenn wir umziehen, feiere ich richtig krass, eigenes Büro. Da habe ich gedacht, oder ein Zweierbüro. Aber ich dachte, eigenes Büro. Das jahrelang habe ich immer mit 5, 6 Leuten da gesessen, habe noch hinten vor der Regie gesessen, habe alles mitbekommen. Und ich konnte halt keine Meetings richtig führen. Überall im Hintergrund waren Leute, die waren laut. Manche Sachen sollte ich vielleicht auch nicht mitkriegen. Immer kacke. Ja, aber jetzt sitze ich momentan wieder in der Regie. Ist jetzt nicht so, dass kein Platz wäre, um woanders zu sitzen. Aber ich habe irgendwie so das
Das ist mein Fluch vielleicht auch einfach. Aber ich fühle mich da auch jetzt schon wieder ganz wohl und bin aber auch schon wieder gleichzeitig genervt, wenn ich da Meetings halte mit irgendwelchen Sponsoren oder so. Mann, die sind schon wieder laut. Dann denke ich mir so, ja, okay, also sollst du lieber die Schnauze halten. Du hast es ja schon wieder selber ausgesucht. Aber das ist unsere Regie 1. Ja, so fing es an. Mit dem ersten Raum, den wir dann auch vorgestellt haben. Ihr wisst ja, dass wir manchmal Hearthstone haben, League of Legends, StarCraft, auch vielleicht andere Shows, Duel of Champions oder wir in Zukunft hoffentlich auch Heroes of the Storm haben, wo wir auch mega Bock haben. Ich meine, selbst Counter-Strike Go ist halt bei uns mittlerweile mehr gespielt als jedes andere Spiel. Wir haben natürlich Bock drauf, wir haben aber auch einfach gar keinen Platz. Und manchmal liegt es natürlich auch daran, dass wir nicht genügend Leute haben. Einer der wichtigen Gründe, wieso wir auch umziehen wollen, war so, wir würden ganz gerne mehr Streams haben. Und wir haben halt damals noch den Kai gehabt, der halt so League of Legends gemacht hat, wo wir schon überlegt haben, machen wir dann Heroes oder League. Das war, glaube ich, schon so die Anfänge. Und ja, da haben wir gesagt, Hearthstone ist ein Bereich. Da war der Mats auch noch da. Counter-Strike. Wir wollten uns halt vergrößern. So, und dafür die weiteren Studios, die wir haben, mit Studio 2 und 3. Und ja, jetzt ist es halt wirklich auch so gekommen. Wir haben momentan Heroes, Counter-Strike, Hearthstone, StarCraft, das sind halt 4 Titel. Und ja, die kriegen wir jetzt in 3 Studios halt irgendwie untergepackt, weil die natürlich nicht immer nonstop alle laufen. Und ja, das war schon und ist schon ziemlich nice, auch wenn ich sagen muss, dass Studios immer noch nicht so fertig sind, wie sie sein sollten. Und dann auch ein bisschen was getan werden muss. Sie ein bisschen schöner werden, ein bisschen Technik machen. Das sind halt so die Krankheiten, die wir noch haben, die wir halt erledigen müssen, damit es halt wirklich blöd wird. Es wird wahrscheinlich nie richtig viel, aber wenigstens weitestgehend.